Mond. Neumond. Deine Sichel mäht unsere Zeit wie Gras. Wir stehen aufrecht im Himmel, auf dünnem Stundenglas. Der Stern geht seine Wege. Wir suchen unseren Weg. Wenn ich mich niederlege, geh über mich hinweg. Hetzer, der den Herrn Reichskanzler beschimpft. Verzeihte, wiederholt im Amt Vorschriften hetzerischen Inhalts. Erdrückte und schädigte Nationalgesinnung. Fanatischer Sozialdemokrat. Ein geflechter Marxist. Nörgler. Trinker. Ein geflechter Marxist, nationalvollständig und zuverlässig. Bekannter Nörgler. Hetzer, Hetzer, Hetzer. Gehässiger Gegner der nationalen Regierung. Gefährlicher Führer gegen den neuen Staat. Angeblicher Pazifist. Den Herrn Reichskanzler beschimpft. Erdrückte und schädigte. Das demokratisch-parlamentarische System hat versagt. Auf allen Gebieten unseres Lebens hat sich ein gewaltiger Umschwung vollzogen. Mit seinem Führer Adolf Hitler hat das deutsche Volk sich selbst wiedergefunden. Mit seinem unaufhörlichen Wirken ist in allen Schichten der Bevölkerung das Bewusstsein unserer volkhaften Zusammengehörigkeit. Zusammengehörigkeit wieder erwacht. Und alle haben sich darauf besonnen, dass das eine Not auch die Not des anderen und des einen Wohlergehen auch das Wohlergehen des anderen ist. Mit seinem unermüdlichen Wirken ist in allen Schichten der Bevölkerung das Bewusstsein unserer volkhaften Zusammengehörigkeit wieder erwacht. In diesem Volksstaat neuer Prägung haben die alten Parteien keinen Platz mehr. Der neue Stuttgarter Gemeinderat kennt nur noch eine Fraktion, die der NSDAP. Ich werde freilich auch weiterhin unnachsichtlich gegen solche Beamte vorgehen, die ihre Pflicht verletzen und sich gegen die nationale Regierung betätigen. Wer nicht gewillt ist, an dem Wiederaufbau unseres Vaterlandes auf nationaler Grundlage positiv mitzuwirken, von dem erwarte ich, dass er freiwillig aus dem Dienst der Stadt ausscheidet. Mein Vater ist ein sehr korrekter Mann gewesen. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er mit seiner Aktentasche von der Stöckerstraße in die Champignystraße eingebogen ist. Dort habe ich oft auf ihn gewartet. Selbstverständlich muss das Führerprinzip auch innerhalb der Gemeindeverwaltung durchgesetzt werden. Sitzungen finden da nicht mehr statt. Ihre sämtlichen Obliegenheiten gehen damit auf mich über. Als mein Vater im August 1944 wieder verhaftet wurde, bin ich nicht zu Hause gewesen. Ich habe wie alle anderen Jugendlichen auch zum Reichsarbeitsdienst gemusst. Später wurde uns gesagt, der Vater sei krank gewesen und ist gestorben. Jeder Gedanke, jeder Blutstropfen, jeder Atemzug soll von nun an gewidmet sein dem Wiederaufbau unseres Landes und unserem Führer. Wir wollen seinen Namen einbrennen für alle Ewigkeit
mitten in das Herz Stuttgarts. Wir bieten jedem die Hand, der zu uns kommt und mithelfen will. Wir werden aber mit aller Brutalität jeden niederschlagen, der sich uns entgegenstellt. Wir werden nicht sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nein! Wer uns ein Auge einschlägt, dem werden wir den ganzen Kopf abschlagen. Wer uns einen Zahn einschlägt, dem werden wir den ganzen Kiefer zertrümmern. Donnerstag, 9.2. Letzte Sitzung des vollständigen, frei gewählten Gemeinderats. Sonntag, 5.3. Reichstagswahl. Auch trotz übermächtiger Propaganda erhalten die Nationalsozialisten in Stuttgart nicht mehr als 33,8%. Mittwoch, 8.3. Die Reichsregierung übernimmt die vollziehende Gewalt. SA-Gruppenführer Dietrich von Jago wird Polizeikommissar von Württemberg. Die SA besetzt das Rathaus. Freitag, 10.3. Von Jago setzt SA und SS-Männer als Hilfspolizisten ein. Samstag, 11.3. Verhaftung von etwa 200 Kommunisten. Unter ihnen der Stadtrat Heinrich Baumann. Donnerstag, 16.3. Karl Strölin übernimmt als Staatskommissar mit sofortiger Wirkung die Leitung der Stadtverwaltung. Montag, 20.3. Eröffnung des Konzentrationslagers Heuberg. Nun auch in Schutzhaftnahme von Sozialdemokraten. Freitag, 31.3. Alle gewählten politischen Vertretungen, wie auch der Stuttgarter Gemeinderat, werden aufgelöst. Freitag, 7.4. 26 Beamte sowie 173 Arbeiter und Angestellte, darunter 13 nicht-arische Beschäftigte, werden aus der Stadtverwaltung entfernt, mit Hilfe des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Dienstag, 9.5. Staatskommissar Battenberg setzt Strölin mit sofortiger Wirkung als Oberbürgermeister ein. Außer der SPD stimmen dem Beschluss alle anderen Fraktionen zu. Stadträte der KPD sind bereits verhaftet. Mit der Wiederkehr der Farbe droht die Auferstehung. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht wiederkommen. Tod ist tot. Der Tod ist ein Irrtum. Nirgends wird im Stuttgarter Rathaus daran erinnert, wie im Frühjahr 1933 unter der Regie von Karl Strölin in wenigen Wochen die kommunale Demokratie zerschlagen und der Gemeinderat gleichgeschaltet wurde. Nirgends wird im Stuttgarter Rathaus daran erinnert, wie die Gegner des NS-Regimes im Gemeinderat verfolgt wurden, wie politisch oppositionelle und nicht-arische Beschäftigte aus der Stadtverwaltung entlassen und um ihre Existenz gebracht wurden. Eine doppelte Lücke klafft im Stuttgarter Rathaus. Wir sollten uns dieser Lücke stellen.